Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute mal in einer kleinen anderen Besetzung. Heute, wie ihr schon sehen könnt, ohne Jonas, aber dafür mit Andreas. Hi. Und wie, ich glaube, letzte Woche haben wir es angekündigt, schon, also schon angekündigt haben, fangen wir an, ein Backend für unsere App zu entwickeln. Müssen mal gucken, wie weit wir heute kommen, aber prinzipiell machen wir heute das Grundsetup. Und wir haben uns halt überlegt, warum brauchen wir ein Backend? Wir wollen halt so ein reales Projekt ein bisschen nachstellen. Und haben uns da halt gedacht, okay, wir wollen, weil wir das auch zu unseren Kunden sagen, nicht alles in die App rein. Und wir das halt quasi gerade selber gemacht haben, erzeugen wir uns jetzt ein Backend. Dafür ist Andreas da und ja, da würde ich jetzt einfach mal zu ihm übergehen. Ja, wir wollen ein Backend schreiben. Wir werden dafür Quarkus verwenden. Quarkus, ihr seht es vielleicht hier schon, hat den Claim Supersonic Subatomic Java. Nee, sehen sie noch nicht. Jetzt sehen sie es. Jetzt sehen sie es. Ja, dann. Also Quarkus Supersonic Subatomic Java. Was ist die Idee? Die Idee von Quarkus ist, Java in die Cloud zu heben. Das ist dann Container optimiert für die Cloud-Umgebung, damit man schnell neue Container starten kann. Es hat eine sehr schnelle Startup-Time innerhalb vom Sekundenbereich und erlaubt einfach die bisher gewohnten Frameworks aus dem Java Enterprise-Umfeld, Hibernate und so weiter, die einfach weiterzuverwenden und diese ganzen Standards, die sich da etabliert haben in der Java Enterprise-Welt. Es gibt jetzt noch einen Catch. Wir werden nicht Java verwenden, sondern Kotlin, weil Kotlin ist einfach noch schöner als Java und funktioniert auch gut mit Quarkus. Mhm. Und da können wir quasi das Beste aus allen Welten vereinen. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Also ich, Backend-mäßig bin ich ja jetzt nicht so tief drin hier in dieser Materie, deswegen also stell dich darauf ein, dass ich Fragen stellen werde. Gerne, auch der Chat gerne. Ja. Okay. Tja, ein Quarkus-Projekt, also grundsätzlich vielleicht noch, hier seht ihr schon die Quarkus-Homepage, die ist echt interessant. Es gibt ein bisschen Erklärung dazu, was Quarkus so Tolles kann. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, ist der Blog. Machen wir den Community-Blog. Zum einen gibt es ja immer Informationen zu den Releases, aber es gibt auch oftmals tiefergehende Erklärungen, wie Dinge in Quarkus funktionieren. Also zum Beispiel zu Reactive Messaging, also der Clément Escovier, der hat immer sehr detaillierte Beschreibungen, die wirklich die Features sehr gut erklären. Kann ich sehr empfehlen, die Einträge von ihm und auch von den anderen zu lesen. Genau, du hattest ja auch schon mal ein Kotlin-Meetup, glaube ich, gemacht, wo du Quark, war das ein Kotlin-Meetup? Ich glaube, ja. Letztes Jahr haben wir auch auf unserem YouTube-Channel, nur so als kleine Werbung. Wenn ihr da mal im Archiv guckt, später zu diesem Video würde ich es verlinken, unten in der Beschreibung. Genau. Ja. Also, starten wir ein neues Quarkus-Projekt. Das geht am besten immer, indem man einfach auf code.quarkus.io geht. Damit kann man sich ein Projekt generieren lassen. Da kann man alles auswählen, was es so auszuwählen gibt. Bekommt dann direkt ein vorgefertigtes Projekt. Ich bin ja hier mal. Wie habt ihr eure App genannt? Movietime. Nennen wir das doch mal so. Wir werden Cradle verwenden. Ich mag Cradle mehr als Maven, einfach weil XML hässlich ist. Und das einfach viel besser zu lesen ist. Mhm. Außerdem, vielleicht zur Erklärung, hier unten sehen wir ganz viele Dinge, die wir anhaken können. Das sind alles Quarkus Extensions. Und zwar funktioniert Quarkus so, dass der Kern relativ klein ist und sich wirklich nur auf die Bereitstellung eines Grundframeworks bezieht. Und alle Funktionalität sind ausgelagert in solche Extensions. Ganz kurz, kannst du das ein bisschen größer zoomen? Oh, kann man im Stream nicht lesen. Ja, dann. Genau. So, jetzt müsste es ein bisschen besser sein. Genau, das heißt quasi, du den Core kriegst du immer und dann klickst du dir das zusammen, was du quasi brauchst für deinen Genau. Mhm. Also zum Beispiel kann man sich hier REST Easy JAXA S dazu nehmen.
Ja. um einfach REST-APIs bauen zu können mit den Standard Chuck-CRS-Annotations. Wir werden das auch tun. Allerdings werden wir das Reactive Pendant verwenden. Das Reactive Pendant, das ist eine Quarkus-Erweiterung quasi. Die setzen, wie REST Easy funktioniert das Ganze für den Nutzer, aber im Hintergrund wird alles reactive gemacht, weil Quarkus eben unten drunter auch auf einen Reactive Stack aufsetzt, auf Vertex basierend, das war Quarkus. Und damit kann man dann das noch besser ausnutzen. Und das wird auch auf Dauer das Standard REST Easy in Quarkus ersetzen. Okay. Da sind sie noch dran, alle Features einzubauen, aber für eine Standard REST-API ist da alles drin. Also wir werden REST Easy Reactive verwenden und wir wollen auch Jackson dafür, für das JSON-Marshalling. Und wir wollen Kotlin, wie schon angekündigt. Genau. Cradle gesetzt und hier kann man auch auswählen, ob man noch Starter-Code haben möchte. Da kriegt man noch kleine Beispiele. Okay. Je nach Extension, die man dazu nimmt, bekommt man da andere Beispiele. Genau, dann können wir uns das ZIP erzeugen. Das können wir einfach runterladen. Ich packe das mal auf meine Platte und öffne euch dann Genau, im Chat gleich. ist die Frage, was macht Chucks AS? JAX-RS ist eine Definition von ganz vielen Annotationen, mit denen man ganz bequem so eine REST-API definieren kann. Okay. Das seht ihr gleich am Beispiel. Ich öffne es nur kurz. Genau. Ich nutze jetzt hier IntelliJ. Wenn man das Projekt öffnet, sehen wir hier gleich schon die README. Da steht alles Wichtige drin, was man mal bräuchte, um mit dem Projekt zu starten. Zum Beispiel hier, wie man die Applikation im Dev-Mode startet. Dev-Mode zur Erklärung: Man kann Quarkus eben im Dev-Mode starten und dabei wird automatisch der Code reloaded, wenn man was ändert. Okay. Beim nächsten Aufruf lädt er die Änderungen und man hat dann immer gleich den aktuellen Code. Das erleichtert halt das Entwickeln. Es gibt dann auch so tolle Features, dass man sogar die Tests automatisch immer wieder ausführen lassen kann. Ach so, jedes Mal, wenn du Code änderst, dann quasi. Genau, und er führt dann immer nur die Tests aus, die durch die Codeänderung überhaupt beeinflusst wurden. Kannst du auch hier die Schrift ein bisschen größer machen? Ja. Geht das? Da bin ich jetzt. Gute Frage. Ja, kann sein, dass du vielleicht nicht alles größer machen kannst. Ah. Hat es nur nicht erneuert. So besser, ich hoffe. Ja, das muss unser Chat sagen. Passt das jetzt so? Ansonsten machen wir es noch ein bisschen größer. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es passt, bis wir was anderes lesen. Genau. Ja, wäre viel besser. Super. Genau. Und was IntelliJ jetzt schon gemacht hat, weil wir ein Gradle-Projekt haben hat und ein Quarkus-Projekt haben, IntelliJ hat eine gewisse Quarkus-Integration schon, hat hier oben gleich die Run-Config ausgewählt. Also um das Projekt zu starten, im Dev-Mode kann ich jetzt einfach auf Run klicken. Es wird direkt kompiliert und dann auch gestartet. Ich kann es natürlich auch eben in der Kommandozeile einfach mit Gradle Quarkus Dev ausführen. Genau. Jetzt müssen wir nur gucken, ob unsere Kameras. Kannst du das Fenster ein bisschen nach oben ziehen? Oder ansonsten muss ich die Kameras ein bisschen schieben, weil. Also alles, was im Terminal unten ist an den Rändern, ist halt nicht zu sehen, falls da was Wichtiges kommt später. Ah, okay. Also jetzt Ach brauchen wir so, es, weil glaube die ich, noch Kameras nicht. unten sind. Ja, genau, weil die Jetzt. Kamerabilder das überlagern. Ja, einen Moment. Also nur, wenn da was Wichtiges ist, was man sehen muss. Ja, ich ziehe es ein bisschen höher. Kein Problem. So. Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Perfekt. Okay. Also wenn dich das nicht stört. Ja. Jetzt Nee, sieht man. ist okay für mich. Wir können auch, du kannst auch Fullscreen machen, nur wenn da was Wichtiges ist, können wir es hochziehen. Aber ich zeige es jetzt vielleicht kurz. Hier unten ist jetzt Quarkus gestartet in der Kommandozeile. Wir sehen hier jetzt gleich, die Tests sind aktuell pausiert. Wir könnten jetzt, wenn wir R drücken,
die Tests starten lassen. Aber auf die Tests gehen wir, denke ich, in einem anderen Stream ein. Okay. Jonas ist gerade im Chat, der kriegt schon Panik, weil wir gesagt haben, ich kann die Kameras verschieben. Wenn der wüsste, was wir vorhin gemacht haben, erzähle ich aber jetzt nicht. Nee, lieber nicht. Sonst kriegen wir Ärger. Ja. Genau. Hier ist jetzt Quarkus gestartet. Wir sehen, wir haben das MovieTime BFF aktuell in der Version gestartet. Läuft auf der JVM. Hier sehen wir auch die Quarkus-Version. Mhm. Ist auch immer ganz gut, wenn man es auf einem Container laufen hat, um einfach zu sehen, was läuft denn gerade. Mhm. Das Dev-Profil ist aktiviert und wir sind eben mit Live-Coding dabei, also im Dev-Modus. Und wir sehen hier auch die installierten Features. CDI, also Dependency Injection, ist automatisch dabei. Wir haben Kotlin und REST Easy Reactive und Stack mit reingenommen. Genau, das war das, was du angehakt hattest. Genau. Genau. SmallRy, Context Propagation, das ist eben ein internes Ding, was auch wichtig ist, dass alles gut funktioniert. Und Vertex ist der Unterbau. Das sind quasi die Dependencies für Quarkus oder zu irgendwelchen Paketen, die du angehakt hast. Die Pakete, die man anhakt, plus ein paar Standardpakete, die man halt immer mitbringt. Genau. Dann können wir uns einfach mal anschauen. Das Ganze hat nämlich schon was, wir haben, wie versprochen, schon Code mitbekommen. Hier gibt es die Reactive Creating Resource. Mhm. Die funktioniert jetzt mit REST Easy Reactive. Mhm. Und hier sehen wir auch schon die erste Annotation. Es ist definiert, dass unter dem Pfad Hello diese ganzen Ressourcen hier folgen, die da drin sind. Wir haben dann eine Methode hier, das ist eine Get-Ressource oder eine Get-Methode. Die hat keinen extra Pfad. Hier könnte jetzt auch noch ein weiterer Pfad stehen. Wenn ich dann okay, das heißt quasi, wenn ich jetzt localhost slash hello und so aufrufen würde, genau, wenn man würde quasi die Funktion ausgeführt werden und dann quasi das rausprinten, also als Response. 8080, hello. Da haben wir Hello REST Easy Reactive. Genau. Okay, das sieht jetzt relativ easy aus, erstmal. Genau, REST Easy. Name ist Programm. Was wir hier auch sehen, ist diese Produces. Mhm. Das sagt, dass da TextPlain rauskommt. Okay. Wenn wir jetzt hier einfach mal Application JSON haben wollen. Ah, okay. Also das ist quasi der Mediatype. Der Mediatype von der Response. Genau. Es gibt auch Consumes. Da kann man dann sagen, dass diese Methode zum Beispiel, wenn JSON kommt, soll diese Methode aufgerufen werden. Wenn eine andere, wenn XML kommt, soll eine andere Methode aufgerufen werden. Das wäre auch möglich. Genau. Im Chat ist gerade die Frage, ob man mehrere Gets ohne expliziten Pfad haben kann. Ja, also wenn sie wenn man dann andere Dinge hat, die sich unterscheiden. Okay, dann muss ich halt das Producers quasi zum Beispiel, wenn sich also eben der Mediatype XML oder so. Genau, also nicht das Producers, sondern das Consumes. Mhm. Oder wenn Producers, dann kann auch der Client kann ja sagen, er möchte. Es muss halt quasi eindeutig sein. Genau. Es darf halt quasi keine zwei sein, die sich Get und Producer und Consumes so komplett identisch sind. Denke das wird wahrscheinlich direkt einen Fehler geben, schätze ich. Oder? Genau, wenn man das hier machen. Das einmal neu aufrufen. Also Quarkus baut den Code immer neu, wenn man es aufruft. Mhm. Dauert dann kurz. Okay. Live reloaded. Ah, ja, okay. Er hat ein grundsätzliches Problem, weil ich habe es auf JSON geändert. Mhm. Das passt natürlich gerade nicht mehr. Interessant. So, jetzt hat er live reloaded. Muss schon eine Nummer aufrufen oder machen. Ah, zwei. Okay, dann überschreibt er das zweite das. Okay. Mal gucken, was passiert, wenn ich neu starte. Vielleicht blick es noch im Live Reload. Ich hätte einen Error erwartet. Normalerweise sind sie sehr. Mhm. Weil das ist ja jetzt quasi gefährlich. Ja. Weil du könntest ja quasi andere Routen oder überschreiben ohne es zu wissen, quasi. Ja. Okay, das ist interessant. Ja, das ist tatsächlich interessant. Wäre mal ein. Interessant, da muss ich mal nachfragen. Mhm. Kann man vielleicht dazu sagen, Quarkus hat eine sehr, sehr gute Community. Das ist grandios. Also ich habe schon so viele Bug-Tickets da aufgemacht, gerade in der Anfangsphase. Quarkus ist noch nicht sehr alt. Mhm. Und sie haben auch einen Chat, den Zulip-Chat. Da kann man direkt mit den Entwicklern sprechen und die sind immer sehr offen und sehr hilfreich und sowas. Also da kriegt man auch immer sehr schnell Antworten. Ist auch immer wichtig, wenn man so schnelles Feedback kriegt, wenn irgendwie Probleme da sind oder Fragen. Ja, das ist immer. Also da kann ich mal nachfragen.
warum das hier möglich ist. Aber genau, wollen wir hier mal JSON zurückgeben. Jetzt müssen wir natürlich hier ein Objekt zurückgeben. Da können wir uns ein DTO überlegen. Wir wollen ja Movies machen. So und dann so. Und machen wir uns mal einen einfachen Movie. Der hat eine ID String. Mhm. Oder Int. Und einen Title String. So. Das ist jetzt einfach eine Kotlin Data Class. Mhm. Ich denke, das ist in Swift auch nicht viel anders. Oder? Das sieht sehr ähnlich aus. Genau. Ich finde sowieso Kotlin und Swift, wenn man das so nebeneinander legt, ist sehr ähnlich. Die ganzen modernen Sprachen. Wenn man weiß, was es in Swift bedeutet, kommt man mit Kotlin auch relativ gut klar und umgekehrt auch. Ja, genau. Was wir jetzt hier machen können, ich mache jetzt hier mal eine richtige Methode daraus und ich sage, ich will hier ein Movie-DTO zurückgeben und dann gebe ich einfach mal ein Movie-DTO zurück. Eins und wenn ich das jetzt einfach mal wieder im Browser aufrufe, dann kriege ich hier ein JSON zurück. Mhm. Genau. Ja. Und das kannst du quasi mit dieser Data Class automatisch kriegen, weil in Swift würdest du jetzt quasi, müsstest du ein Protokoll implementieren, damit du das quasi serialisieren kannst. Genau, das ist das Tolle, du musst hier gar nichts machen. Okay. Das macht eben Jackson. Mhm. Das Objekt serialisieren. Genauso könnte ich jetzt sagen, ich will hier ein, wenn ich irgendwann mal ein Post-Movie hätte, also um einen Movie zu erstellen, Raid-Movie, dann könnte ich einfach so machen und mache hier noch ein Consumes dran. Dann kriege ich hier direkt einen Movie rein. Ja, und dann weiß er quasi auch, dann erwartet er halt wirklich dieses JSON im Post und macht es automatisch zu einem Objekt. Genau. Also ich kann euch kurz hier, können wir mit Postman das Ganze angucken. Mhm. Machen wir hier einfach einen neuen Call. Nennen wir es doch gleich Movies hier oben. Movies. Und wenn ich jetzt hier einen Post mache und den einfach mal so abschicke, dann kriege ich einen Error. Der Error sagt jetzt hier, wir haben bisher keinen kein Filtering eingebaut, mhm. um die internen Errors auf was Schönes zu mappen. Ja. Aber was man sieht, ich kriege hier eine Null Pointer Exception. Mhm. Und das liegt daran, dass wir im Movie DTO gesagt haben, das ist ein Int. Mhm. Und solange da kein Fragezeichen hinten dran ist, darf da kein Null drin stehen. Ja, okay. Beziehungsweise, da wir überhaupt kein Objekt geliefert haben, sagt er sogar, das hier ist eigentlich Null. Mhm. Also du musst quasi auch wie in Swift so optional deklarieren. Genau. Was ja in dem Fall bei einem Post wenig Sinn machen würde, wenn du das ganze Objekt als optional deklarierst. Genau. Aber es könnte ja sein, dass du vielleicht irgendwie ein Attribut drin hast, was wirklich optional ist. Ein genau. Kommentar oder so irgendwas. Ja. Das. Mhm. So, und dann können wir jetzt, wenn wir hier jetzt ein Body angeben, wir hatten ID hier. Ja, jetzt war auch gerade die Frage im JSON, ob er das automatisch validiert, aber das haben wir ja quasi schon eben gerade gezeigt. Genau. Das müsst ihr jetzt quasi akzeptieren, auch wenn man keinen Kommentar, weil Kommentar jetzt ja optional ist. Genau. Das hier, das wird jetzt akzeptiert. Okay, jetzt haben wir zu oft. Ah, nee, es gibt einen Compile-Fehler irgendwo. Irgendwo ist was rot. Ah, ich habe das hinzugefügt. Ich habe gesagt, es ist optional, ja. Aber ich habe keinen Default-Wert angegeben. Mhm. Dann müsste ich es jetzt hier angeben. Ja. Oder ich gebe den Default-Wert. Ist wie bei Swift. Okay. Genau, wobei ich mache das nochmal weg hier. Mache es hier explizit. Mhm. Hier könnten wir eigentlich gleich. Ah, andersrum. Und hier machen wir, gehen wir einfach das Movie-DTO, was wir reingeben, wieder zurück. Mhm. Genau. Und dann kriegen wir Comment ist null zurück. Mhm. Und das funktioniert, wenn ich den Title nicht angebe. Dann kriegen wir wieder eine Fehler.
dann kriegen wir wieder einen Fehler. Mhm. Und zwar ist jetzt hier ein Value Initiation Exception. Das kann man eben noch schön mappen. Aktuell wird ja, das auch alles als Error 500 ausgegeben. Aber gut, in den Details sieht man ja, dass Parameter Title fehlt. Genau, rein. Genau. Ja. Ja, also die Validierung kriegt man hier gleich mit. Mhm. Sowas wie Null. Oder auch, dass das hier ein Int sein muss. Also wenn ich jetzt, das dürfte auch nicht. Ah doch, das kann JSON dann. Kann man ihm bestimmt auch verbieten, dass er okay, so also tolerant ist. Und hier sagt er jetzt, das ist quasi Typ. Der Default. Er probiert es dann umzucasten quasi auf den Typ. Ja. Wenn es klappt, gut. Ansonsten gibt es genau. Man kann das Mapping auch customizen. Mhm. Also zum Beispiel hat man jetzt gesehen, hier kommt Null zurück. Könnte man auch sagen, dann kann man sich das Feld auch sparen. Ich wollte gerade sagen, dann, dass man es gar nicht einfügt. Genau, dann könnte man das customizen. Mhm. Okay. Aber da können wir anders mal, denke ich, drauf eingehen. Mhm. Sonst gebe ich es ja gleich so in die Tiefe. Ja, das können wir ja machen, wenn wir dann die konkreten Daten abfragen oder so. Da können wir uns ja genau. gucken, ob so ein Fall dabei ist. Ja. Und das ist jetzt einfach die Default-Einstellung. Mhm. Ich meine, die funktioniert ja auch wunderbar. Man sieht schon mal, welche Felder es alles in der API gibt. Genau. Aber ihr seht, so einfach kann man hier... Das ist aber schon mal spannend zu sehen, dass mit relativ wenig Code, also dass man quasi alles automatisch bekommt. Genau. Somit jetzt in dem einfachen Beispiel. Man bekommt alles automatisch, ich muss hier gar nichts tun. Okay. Auch wenn es jetzt komplizierter wird und so. Aber gut, sehen wir ja vielleicht noch. Ja, also ich muss hier wirklich ja eigentlich quasi gar nichts tun. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, das kriege ich auch hin. Ja, wirklich. Ja. Genau. Können wir das ja mal noch ein bisschen umbenennen. Jetzt können wir ja sagen, wir wollen hier get movies, weil wir machen ja auch movies, dann get. Da kriegen wir eigentlich nicht einen Movie, sondern vier. Ja. Wir könnten ja zum Spaß mal hier einfach eine Liste mit Movies anlegen, eine hardcodierte. Mhm. Was ist jetzt Companion Object? Ah, das ist eine Kotlin-Spezialität. Mhm. Und zwar gibt es in Kotlin kein Static. Okay. Wie man es vielleicht aus Java kennt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Swift das Swift Static hat. Static ist ja immer so, dass es dann eben nicht im Objekt, sondern in der Klasse lebt. Mhm. Und Kotlin geht den Weg anders und Kotlin sagt einfach, man kann ein Companion-Objekt zu einer Klasse machen. Das ist dann ein Objekt, was einmalig vorkommt in der Applikation. Okay. Aber es ist tatsächlich ein Objekt und es ist nicht so ein Sonderweg, wie Static geht, sondern es ist einfach ein zusätzliches Objekt, was so an der Klasse dranhängt. Aber das ist, das ist quasi der Static-Ersatz. Ja. Mhm. Genau. Also alle, die Kotlin können und so, die hätten die Frage jetzt nicht gestellt. Ja, ist ja okay, dass man die mal stellt. Also, aber man kann sich vorstellen, in Java würde man hier einfach Static hinschreiben. Mhm, okay. Genau. Was haben wir hier? Spider-Man 26. Wer weiß, was noch kommt. Gib ihm noch 3 Jahre. Genau. Jetzt haben wir hier unsere 2 Movies. Mhm. Und ganz simpel könnte man jetzt sagen, dass man das hier zurückgibt. Wir müssen natürlich eine Liste von Movies zurückgeben. Können wir uns kurz anschauen. Natürlich den richtigen get, Call machen. Natürlich auch noch ein Get machen. Get Movies, hier habe ich ihn, glaube ich, schon vorbereitet. Genau. Jetzt kriegen wir hier direkt ein Array, ein JSON-Array zurück mit den 2 Objekten. Das ist jetzt oft was man nicht so direkt mag. Also für REST Easy ist kein Problem. Aber es gibt durchaus Clients, die kommen damit nicht klar. Die wollen immer ein Objekt-Top-Level haben. Ja. Und es ist ein bisschen schöner, wenn man ein Objekt immer Top-Level hat. Ich kann das ja mal in eine eigene Datei schieben und dann können wir ja vielleicht hier noch eine zweite Data Class Movies DTO machen und dann schreiben wir einfach die Liste rein. Mr. Movie DTO. Genau. Und dann geben wir hier nur noch Movies DTO. Genau. Ja, genau. Und dann halt Movies DTO. Wird es wahrscheinlich auch so sein, dass es kein New mehr gibt. So ein Objekt erzeugt man einfach, indem man den
den Klassennamen hinschreibt, oder wie ist das in Swift? Gibt es da noch New? Ja, nur mit Klammern, da gab es noch nie so wirklich ein New. Ah. Also da steht ja, nicht Leiter halt, die du halt Klassenname, Klammer auf und dann ja. kriegst du die ja, verschiedenen Versionen. In Java gibt es ja noch das New. Ja. Genau, aber Java ist auch ein bisschen älter. Genau, und dann haben wir jetzt ein Objekt-Top-Level, haben hier drin die Movies und unsere zwei Movies. Dann könnte man vielleicht noch sagen, wir wollen einen Movie bei ID finden. Das wäre quasi dann, wenn wir das jetzt mal kurz auf unsere App übertragen, quasi die Detailansicht für eine, könnte man dann abfragen quasi. Genau. Es gibt auch noch coole Features, dass man sagen könnte, obwohl ich jetzt hier das volle DTO reingebe, könnte ich eine View definieren. Einfach wie, über Annotationen, dass ich hier in dem Fall nur eine Kurzübersicht mitgebe. Nur ein paar Properties mit ausliefere. Also da kann ich sagen, okay, ich will zum Beispiel jetzt nur eine Liste mit den IDs oder sowas in der Art. Genau, die ID und den Title vielleicht nur und nicht, nicht Erscheinungsjahr alles, was da... und wer alles dabei war und so weiter. Und in der Detailansicht habe ich eine andere View auf das gleiche Objekt und dann wird das volle Objekt ausgegeben. Also das JSON View heißt es, glaube ich. Okay. Für die, die es danach googeln wollen. Quarkus hat auch eine super Dokumentation, finde ich. Da findet man immer alles. Wenn ich da quasi jetzt so eine Art Suche machen wollte, ja, und es, könnte ich dann jetzt auch in der GetMovies quasi noch einen Parameter mit reinpacken? Genau. Was oder wenn was, ich quasi... Was hätte ich gern? Keine Ahnung. Also Search. Dass ich dann irgendwie einen String mitgebe. Genau, also wenn wir es jetzt als Query-Parameter machen. Eine Sache noch, Quarkus setzt auch den Standard Java Enterprise Annotationen auf, zum Beispiel JAX.rs eben. Und da ist es Query. Ja, Query Param. Das wäre die Annotation. Okay. Die, der muss man immer den Namen des Parameters angeben. Also jetzt in einfach, unserem Fall quasi, wenn wir Search machen oder, wollen als Beispiel. Ja, oder, so. Oder Q. Query. Ja. Nennen wir es Query. Und dann Query String. Genau. Das könnte man jetzt auch. Da könnte ich jetzt auch wieder optional hinten dran machen, wenn ich sage, ich muss ihn nicht mitgeben. Genau. Okay. Das könntest du machen. Wir können ja. Wie wäre das dann? Würde man dann wirklich die GetMovies dafür benutzen für so eine Art Suche? Also, wenn ich das jetzt in einem realen Umfeld machen wollte und quasi sagen will, ich will Movies bekommen, aber ich will auch. Ja, du willst wahrscheinlich. Suchen oder so. Oder also, würde ich dann einen eigenen Search irgendwie draus machen? Depends wahrscheinlich so ein bisschen okay. Vom Use Case. Aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, weil einfach alle Movies, da willst du wahrscheinlich auch noch eine Sort Order. Mhm, ja. Weil alle nach welcher Sortierung, wie sie in der Datenbank stehen oder so. Mhm, ja. Also wahrscheinlich vielleicht nach neuesten oder sowas. Dann wäre das auch so eine Query. Mhm. Und genauso könnte ich halt hier Suchkriterien oder Filter oder sowas okay. übergeben. Die dann alles hier in die Datenbankabfrage mit einfließen können. Weil du musst ja auch hier irgendwo die Daten herbekommen. Ja, klar, logisch. Genau. Aber wenn wir das jetzt hier so verwenden, dann könnten wir sagen, lass uns doch mal die filtern. Alle Movies. Wir filtern einfach. Filtern wir mal nach Title. Contains. Und it ist ja quasi dann so self oder this oder sowas. Also quasi das, was genau. reingegeben wird. Man könnte, Element. Also das also, hier in Kotlin, in den geschweiften Klammern, das ist ein Lambda, was übergeben wird. Also man könnte das auch so schreiben. Ja, das ist dann wie bei Swift Closures quasi. Dass und man das einfach, dass man es ein bisschen schneller hat, wenn das der letzte Parameter der Funktion ein Lambda ist, dann kann man das auch einfach mit dieser Kurzschreibweise machen. Okay, das ist genau wie bei Swift. Und dann hätte ich jetzt hier eigentlich den Movie und so das Lambda. Und dann habe ich hier die Movie-Variable. Und weil man das ganz oft braucht, dass man genau einen Parameter hat, gibt es in Kotlin diese Kurzform, dass man einfach it verwenden kann. Das ist dann genauso wie bei Swift. Bei Swift ist es dann das $0 quasi. Mhm. Also ein bisschen eine andere Schreibweise, aber im Prinzip gleiche Funktion. Ja. Weil das, was quasi bei Swift $0 ist, ist hier it, wenn es ein Parameter ist. Wenn es zwei Parameter wären, dann muss man sie dann benennen. Dann muss man es definieren. Weil bei Swift könnte ich dann sagen $0, $1 und je nachdem. Nee, ich glaube, dann muss man es definieren. Mhm. Genau. Jetzt sehen wir hier, ich habe jetzt hier einfach mal
können Sie sogar noch Contains Ignore Case machen. Weil Case wollen wir jetzt nicht. Mhm. Jetzt sehen wir meckert hier, weil es optional ist. Genau, weil es optional ist. Also könnten wir machen, wenn die Query null ist, dann geben wir halt alles zurück. Mhm. Mit allen Movies. Und ansonsten filtern wir eben nach Title und geben nur die Search Result zurück. Mhm. Genau. Gehen wir doch einfach mal aus. GetMovies ohne Parameter, da kriegen wir alle. Und was haben wir müssen? Query? Nein. Forest, dann kriegen wir noch das. Mhm, okay. Und ihr habt jetzt auch schon gesehen, also der baut den Code neu und updatet den in dem Moment, wo ich den erste Query ausführe. Und das geht echt schnell. Ja. Und er geht halt auch intelligent vor und baut nur das neu, was wirklich geändert wurde, mhm, und so. Also das macht richtig Spaß damit auch. Gut, okay, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Und wenn man aber jetzt ein größeres Projekt hat, wo da halt wirklich viel ist, dann geht es ähnlich schnell. Ja, weil er halt eben immer nur den Code erneuert, ja, der sich auch tatsächlich geändert, okay, hat. Ja, also von dem her, viel langsamer wird es dann nicht. Klar, wenn das ein Haufen Code ist und so, dann, ja, klar, logisch, geht also generell das Startup langsamer. Aber wir sehen es hier unten im Log. Der Live-Reload hat jetzt eine Sekunde gedauert. Also das Neubauen und den Quarkus wieder starten. Mhm. Und er ist gestartet in 0,4 Sekunden. Knapp 0,5 Sekunden. Mhm. Klar, das ist jetzt kein großer Service, aber der ist in 0,5 Sekunden gestartet und das im Dev-Mode, also nicht im optimierten Modus, sondern da, wo ich direkt den Debugger anschließen könnte und alles. Genau. Vielleicht Debugger, weil wir es gerade erwähnt haben. Ich kann hier einen Breakpoint setzen. Ich muss es jetzt neu starten. Im Debug-Modus quasi. Im Debug-Modus, weil ich will, dass IntelliJ automatisch verbindet und ich nicht separat verbinden möchte. Genau. Und wenn ich jetzt die Query wieder ausführe, dann hänge ich hier drin und ich habe meinen ganz normalen Java-Debugger. Ich kann hier die Movies sehen. Ich sehe hier oben die Query und alles. Also, alles cool. Das ist super smooth. Genau. Ja, das wäre ja mal so ein Parameter, ein Query-Parameter. Mhm. Das hier ist jetzt die Standard JAX-RS-Annotation. Quarkus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Und zwar muss man hier ja den Namen nochmal angeben, also den vom Parameter. Ganz oft nennt man ja aber die Variable hinten dran genauso. Ja, okay. Und JAX-RS macht das eben so, damit sie zur Laufzeit nicht irgendwie Reflections machen müssen, um das rauszufinden. Quarkus kann das zur Buildtime rausfinden, wie der Name hier ist, und kann dann zur Laufzeit auf die Reflection verzichten, weil Quarkus macht ganz viel bei der Buildtime, bereitet ganz viel vom Startup auch schon vor. Also der startet die halbe Applikation beim Bauen schon, okay, und schreibt dann entstandene Objekte in das Artefakt mit rein. Und damit erreichen sie auch diese schnellen Startup-Times. Mhm. Und dadurch könnte ich jetzt hier die Quarkus-eigene REST-Query-Annotation nehmen. Das ist die gleiche. Ich kann der auch einen Namen geben. Okay. Also das ist quasi jetzt die Änderung, die du machen müsstest für Quarkus? Nein, aber es läuft beides. Es ja, läuft aber beides im Prinzip ist das dasselbe, was vorher war. Genau, das, ist das allerselbe wie vorher. Okay. Das ist nur die Vereinfachung. Ich muss jetzt nicht noch diesen Parameter angeben. Mhm. Also Quarkus läuft immer mit den Standard-Annotationen von Java Enterprise, aber sie haben manchmal zusätzliche Annotationen, die das Gleiche machen, aber einfacher zum Nutzen sind. Okay. Zum Beispiel, indem ich hier auf diese Doppelung verzichte. Mhm. Ja gut, meistens ist es ja so, dass das derselbe Name ist, oder? Genau, und warum soll ich es dann fünfmal hinschreiben? Ich wollte gerade sagen. Genau. Ja, also das dazu. Und dann könnten wir ja mal noch ein Path-Parameter zeigen. Ja, wobei getMovieID. Dann können wir hier den Path angeben. Dann machen wir /movieID. Da gebe ich einfach den Namen an von dem Parameter. Und das dann automatisch die Variable, oder? Genau, und dann kann ich ja sagen REST Path.
Also wiederum, die JAX-RS-Annotation wäre Parparam. Da muss ich wieder den Namen angeben, da muss ich wieder MovieDB und so weiter, Movie-ID angeben. Oder ich mache RestPar, ihr seht das Namensschema, und nenne das Ganze Movie-ID. Die sollte wiederum nicht optional sein, macht ja sonst keinen Sinn. Müsste dann Int sein. Oder wobei String würde wahrscheinlich jetzt auch wieder funktionieren, weil er selber konvertiert. Nee. Ja, in Kotlin nicht. In Kotlin würde er sagen, String und Int sind nicht gleich. Achso, wenn ich jetzt einen String da stehen hätte, dann kann ich den, also... Achso, nee, ist der Pfad, ist ja immer ein String eigentlich, was da kommt, oder? Es kommt, grundsätzlich ist erstmal ein String im Pfad, aber wenn ich hier Int hinschreibe, dann prüft Jackson, ob das tatsächlich ein Int ist. Also dann nimmt er quasi den Parameter aus dem Pfad und guckt, ob es passt. Genau. Okay. Und das heißt, wenn es kein Int ist, können wir gleich ausprobieren. Wenn ich dann Slash D mache, so wie das Beispiel vorhin quasi. Genau, jetzt können wir hier filtern, dass die ID gleich die Movie-ID ist. Jetzt machen wir aber nicht Filter, sondern wir machen Any. Any high, nee, first machen wir. Any wäre, gibt dir ein Boolean zurück, ob eins davon die Bedingung erfüllt. First nimmt diese Bedingung, geht durch, bis es eins findet und gibt es dir zurück. Das haben wir auch in Swift, gibt es auch First. Jetzt muss man hier noch beachten, First gibt dir kein Optional zurück. Das heißt, wenn er jetzt keins findet, fliegt dir eine Exception um die Ohren. Okay. Können wir ja einfach mal ausprobieren. Okay, das ist der Unterschied. Bei Swift ist der Return Type Optional bei First und Last. Da gibt es nämlich dann First or Null. Ah, okay. Du kannst es explizit da wählen. Unterschieden, okay. Genau. Und da kannst du halt sagen, ich will jetzt, hier soll eigentlich immer was kommen oder sowas. Also ich weiß das und ansonsten ist ein Error-Fall. Dann kannst du eben First nehmen, dann brauchst du dich nicht mit dem Optional rumschlagen. Aber wenn es dir egal ist, nimmst du halt First or Null. Ja, oder wenn du wenn du nicht weißt, dann nimmst du First or Null. Wir können auch First or Null hier nehmen. Wir wollen ja aber sicher eins zurückgehen. Ja. Dann können wir sagen, falls er keins findet, dann wirf eine not found exception, Standard exception. Ja, können wir einfach mal so werfen, kann man auch eine Message oder so geben, aber immer mal so machen. Genau, dann machen wir einfach mal get movie by ID. Haben wir hier den 1er. Forrest Gump. Wir können auch hier mal gucken, was passiert, wenn wir einen String mitgeben. Dann sagt er not found. Interesting. Na gut, dann nimmt er wahrscheinlich, er probierte wahrscheinlich first or null. Ja, aber er akzeptiert halt schon oben. Ich habe doch hier ein Int. Ja, genau, deswegen. Also ich hätte jetzt erwartet, dass ein anderer Fehler kommt. Es kommt der Fehler 404. Weil er die Route nicht findet quasi. Die Route gibt es nicht. Ah, okay. In der Route müsste ein Int stehen. Ich könnte jetzt zum Beispiel nochmal eine Route mit String definieren, die dann als Ersatz gelten würde. Okay. Deswegen. Okay, also der not found bezieht sich auf die Route, nicht auf den Parameter, den du reinpackst. Ich habe das gerade auch getestet. Ich habe hier einen Breakpoint reingemacht. Und der kommt gar nicht so weit. Und dann komme ich gar nicht in den Breakpoint rein. Ja. Das sagt mir, dass eben die Route gar nicht aufgerufen wurde. Okay, genau. Das heißt, wenn die Datentypen nicht passen, dann gibt es einfach not found. Genau, das ist die falsche Route. Ja. Genau, den hatten wir. Und wenn wir jetzt 3 machen, dann kriegen wir jetzt 404. Das müsste doch aber jetzt das wirkliche not found sein. Genau, das Element ist das not found hier. Ja. Können wir auch Breakpoint hin machen. Und dann sehen wir, wir sind hier gelandet. Ja, okay. Genau. Ja. Das ist ja relativ easy. Ja, also das wirklich Schöne ist, man kann halt auch einfach hier angeben, ist das optional oder nicht. Und das wird vom Framework geprüft. Ich muss hier auch nicht schauen, ob dieser Path-Parameter jetzt wirklich gesetzt wurde, ob der wirklich ein Int ist und so weiter. Das bleibt mir alles ersparen. Okay. Und das macht alles das Framework für mich und das braucht man ja immer. Ja. Und wie viel Code habe ich schon gesehen, wo in jeder Restmethode stehen erstmal 30 Zeilen, wo dann irgendwie if-Parameter ist null. Wo das zerlegt wird, geguckt wird, ist es da, ist es nicht da, etc. Hat es den richtigen Wert. Ja.
Man kann auch noch weitergehen, zum Beispiel für so einen Post, wie wir vorhin mal hatten. Man kann auf dem Movie.dto, gibt es so Validierungs-Annotations. Dann könnte ich jetzt sagen, dass die ID mindestens 50 sein muss. Okay. Und maximal 10.000 oder sowas. Also ein Wertebereich oder so. Genau, da gibt es verschiedene Annotationen. Okay. Ja, da kann man auch Custom Validator schreiben. Mhm. Die Funktion, die dann einfach aufgerufen wird mit dem Wert. Da kann man den validieren. Okay. Wenn man zum Beispiel eine E-Mail validieren wollte oder sowas. Wobei immer E-Mail validieren ist immer schwierig. Ja, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, auf Felder quasi direkt eine Validierung draufzulegen. Genau. Und ich kann die einmal definieren, wie diese Validierung funktioniert. Ja. Und ich kann sie dann mit einer Annotation hier einfach immer dranhängen. Okay. Genau, das müsste mit, ich glaube, Hibernate Validator heißt die Extension. Können wir kurz gucken. Ja, das sehen wir auch schon, es gibt immer diese Quarkus.io Guides und dann Validation. Okay. Hier sieht man dann gleich, das ist die Extension, die ich hinzufügen müsste. Hm. Die Beispiele sind ja meistens Dependencies für Maven, aber okay. Das kriegt man ja noch hin. Man könnte den Validator sich injecten lassen, dann kann man direkt irgendwie was damit machen, aber zum Beispiel hier, so kann es dann aussehen. Okay. Not blank, dann kann man gleich noch eine Error-Message angeben und dann sagt er halt Title may not be blank. Genau. Oder min, dass dann mindestens 1 stehen muss bei Pages. Okay. Und dann brauche ich eben auch nicht das wieder abfragen und dann eine Error-Message schreiben, sondern ich kann das eben hier mit reinpacken, da wo es hingehört. Also da könntest du quasi bei, wenn jetzt zum Beispiel eine Registrierung Formular machen würde ich auf einer Webseite als Beispiel ja. Und sagen will ich, okay, Benutzername darf nicht leer sein und das Passwort muss mindestens genau. So lang sein, diese Zeichen enthalten. Und das so könnte Zeug. Ich damit reinpacken. Ja, cool. Könnte ich so einen Passwort-Validator schreiben. Mhm. Das gibt es ja irgendwo, gibt es bestimmt Custom. Aber den schreibe ich quasi einmal und genau. Ihn quasi und dann wird der automatisch angewendet. Da kann ich... Ja, es geht auch irgendwie. Ja, das können wir ja, müssen wir jetzt ja, heute genau. Machen. Das kann man ja, vielleicht brauchen wir es irgendwo an der einen oder anderen Stelle mal. Ah, hier. Mein Constraint Validator. Mhm. Und dann kann ich ja ist valid, dann kriege ich meinen Wert rein, dann kann ich ja tolle Sachen machen. Ja. Und genau, kann auch dann hier wiederum andere Teile von meiner Applikation rein injecten. Mhm. Ich könnte die Datenbankabfrage machen, um zu gucken, ob der Wert valide ist oder sowas. Was ja. Sei dahingestellt, ob man das tun sollte. Ja, aber du könntest, aber also jetzt vielleicht nicht bei einer Registrierung, aber du könntest, wenn ich einen Movie anlegen will, könntest du da schon gucken, gibt es den schon oder so? So ja, ich würde es wahrscheinlich nicht da machen. Ja, aber... Weil das ist, so, also ist ja so der Eingangslayer, der REST-Layer. Ja. Da würde ich mich schon eher auf so diese Validierung so rudimentäre Validierung. Genau. Mhm. Aber man hat die Möglichkeit, da viele Dinge zu tun. Das muss man dann halt quasi für seinen eigenen Anwendungsfall entscheiden. Will ich es da machen oder mache ich es nachgelagert oder wie auch immer. Ja. Aber gut ist zumindest mal zu wissen, dass es möglich ist an der ja. Stelle. Genau. Ja, dazu erstmal irgendwelche Fragen. Also im Chat sind keine Fragen. Ja. Ich erstmal spontan auch nicht. Okay. Weil das ist jetzt... Gut, das initiale Aufsetzen, klar, das war jetzt neu, aber das, wenn man das jetzt mal gesehen hat, ist jetzt auch nicht so super schwer, sage ich mal. Ja. Also zumindest jetzt diese einfachen Sachen. Genau. Dann können wir ja einen Schritt weitergehen. Wir wollten ja eigentlich die Movie-API aufrufen. Genau, also eigentlich das, was wir aktuell in der App machen, uns eine Movie-Liste zu holen. Also aktuell haben wir eine Suche drin. Also wir geben quasi einen Suchbegriff und dann fragen wir bei dieser API an, gib uns mal alles, was darauf passt. Ja. Können wir mal versuchen, das einzubauen. Wir können ja mal mit dem Popular Movies anfangen. Da haben wir auch schon den Call in Postman. Ja. Hier sieht man auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, das ist ja auch so ein Get eigentlich alle Movies. Ich hätte da jetzt noch ein S hingeschrieben in der API. Aber genau, da gibt es eben auch ein Sort, dann gibt es wahrscheinlich noch ein Query, es gibt die Language Page als Query-Parameter. Es gibt, glaube ich, auch noch mehr Parameter, die man mitgeben könnte. Ja, ich habe es sogar. Ich meine, für die App an sich brauchen wir aktuell eigentlich nur den Begriff. Mhm.
Ich glaube, mehr haben wir gar nicht, noch gar nicht drin. Da gibt es ja, da gibt's Unmengen ganz an. viel. Genau. Das Erscheinungsjahr. Wir könnten sogar später, wenn wir in die App eine Lokalisierung einbauen, können wir sagen, wir hätten es gerne in Englisch oder Genau. in Deutsch. Das Genau. bietet die API. Ja. Und das können wir auch mal später mal vorsehen. Ja. Aber jetzt für den ersten Schritt für heute, ich denke mal, so eine einfache Suche, einfach nach einem Titel, können wir mal probieren. Suche war auch, glaube ich, über diese API. Search Movies, genau. Das ja, da war, wird einfach nur ein Query übergeben, genau. Das ist schon just die gleiche. Discover Movie, das Search ist, Movie. Das ist nicht genau, das ist nicht genau exakt die gleiche. Also Discover ist, glaube ich, eine allgemeine Liste und Suche ist halt wirklich der Begriff, muss drin sein. Also im Prinzip, das, in der App benutzen wir diese Search. Ja. Was wir dazu verwenden, wäre der REST-Client. REST-Easy-REST-Client. Den kann man jetzt einfach, ich bin hier mal ins Build-Gradle-File gegangen. Das sind die Abhängigkeiten drin von über Gradle. Ganz kurz, bevor wir eine Frage aus dem Chat. Die Frage ist, ob es eine gute Doku gibt, wo eine Liste aller dieser Annotationen irgendwie steht. Weil bei Spring Boot war das nicht so die Doku. Ja. Und Jonas meinte gerade, da hat er immer größere Probleme gehabt, eine spezielle Annotation zu finden. Eine spezielle, also ich glaube, es gibt keine Liste, oder ich kenne jetzt keine Liste aller Annotationen, aber die Annotationen beziehen sich eigentlich immer auf irgendeine Extension, mit der sie funktionieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier diese Validator offen habe, dann finde ich hier halt auch die ganzen Validation-Annotationen hier drin. Ja. Die werden hier alle erklärt. Oder wenn ich hier ist Easy Reactive. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja auch abhängig da, was ich drin habe, also was für eine Erweiterung. Das ist jetzt REST Easy Reactive und man sieht vielleicht hier schon an der Seite, da ist einiges drin. Der Scrollbalken ist auch ziemlich klein. Oh ja. Und da sollte man eigentlich ziemlich alles dazu finden, was man irgendwie zu REST Easy Reactive brauchen kann. Und was sie auch oft machen, ist dann halt weiterverlinken zu anderen Dokus, zu anderen Guides, wenn es irgendwie was Spezielles noch gibt. Ja, aber im Prinzip, die Anlaufstelle ist Quarkus.io Guides und dann was auch immer man sucht. Ja, genau. Also wenn ich was google, also wenn ich was suche, dann google ich nach Quarkus und das, um was es geht. Und normalerweise findet man so einen Guide. Und das ist immer die erste Anlaufstelle und die sind echt gut. Okay. Also die sind auch sehr, sehr ausführlich. Ja. Da wird wirklich meist jeder Edge Case und so auch jede Special-Funktion nochmal erläutert. Genau. Und falls alles nichts hilft und man nicht weiterkommt, dann einfach mal in den Chat gehen, in den Zulip-Chat von Quarkus. Den sollte man auch hier irgendwo Community Discussion dann, oder? Das wird wahrscheinlich eher so eine Art Forum sein. Ja, GitHub-Discussion, GitHub oder hierzu. Ja, da unten, ja. Genau. Da ist den ganzen Tag was los. Okay. Also da ist auch sehr. Also das ist eine gute Anlaufstelle, wenn man wirklich ein Problem hat, wo man jetzt in der Doku oder so jetzt nicht direkt eine Lösung findet. Genau. Okay. Und das sind halt wirklich die Entwickler. Ah. Nicht irgendwelche POs oder sowas. Also das Ganze wird ja hauptsächlich von Red Hat getrieben. Aber das sind wirklich die Entwickler mit dabei und die geben einem eigentlich immer Feedback. Okay. Und dann kann es auch sein, dass man halt über irgendwas gestolpert ist, was, wenn der Doku nicht so gut ist, dass man die verbessert werden sollte. Mhm. Dann machen sie das normalerweise auch. Oder sie fragen einen, ob man das dann beisteuern möchte. Ja, aber auch nicht schlecht. Also ich habe auch schon einige Male kleine Bugfixes oder so contributed. Das ist alles recht easy. Unkompliziert. Das klingt schon mal gut. Ist ja immer wichtig, wenn quasi die Entwickler, wenn man da irgendwie, wenn man die, wenn die erreichbar sind. Ich habe ja öfter mal GitHub-Repos, da ist es ja nicht immer der Fall, wenn man irgendwie Third Party benutzt, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, von daher ist es super wichtig. Ich meine, man sieht es hier. Ja, es sind auch ordentlich. Ja. Fast 590 Contributor. Ja. 1,7000 Forks. Ja, und über 9000 Stars.
Ja. Okay. Und Releases gibt es, große Releases, also Minor Releases gibt es jeden Monat. Und dann zwischendrin gibt es noch Patch-Releases. Ja, aber wenn man auch schon hier jetzt mal im Repo guckt, die Verzeichnisse, wann die geändert, wenn sich da was geändert Ja, hat, das das, ist also das sehr ist aktuell, würde ich mal sagen. 15 Mal am Tag Ja, mindestens. okay. Was auch immer sehr interessant ist, bei den Releases steht genau dabei, was das Changelog ist. Und das ist jetzt ein Patch-Release. Okay. Nicht Also, schlecht. und es geht nur so weiter. Also, zu den großen Releases haben sie auch immer dann noch einige Erklärungen auf. Hier gibt es schon Pre-Release, den kann man dann immer vorher testen. Da sieht man dann hier auch die Major Changes, wenn sie Komponenten upgraden und so weiter. Dann weiß man auch ein bisschen, wenn ich die verwende, kann ich Okay. das vielleicht auch mal vorm Release ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, da kann ich schon mal gucken, Passt noch alles? passt noch alles, muss ich vielleicht in meinem Code was anpassen? Genau. Und im Blog haben sie, habe ich den noch offen? Nee. Aber das ist echt cool, also so. Also Community-mäßig super. Hier gibt es zum Final Release, dann gibt es auch immer Migration Guide. Da kann man dann, die ganzen Migrations sind hier alle aufgelistet. Da wird genau erklärt, was man tun muss. Normalerweise gibt es fast keine Migration, die man irgendwie tun muss. Was hier jetzt ein bisschen mehr ist, sie fangen an, Extensions aus dem Hauptrepo rauszuschieben in separate Repos. Weil sie haben damit angefangen, dass alles in diesem Repo drin ist. Okay, und jetzt teilen sie es ein bisschen mehr Ja, auf. also es gibt hier den Extensions-Ordner und Der ist schon ordentlich. IntelliJ stirbt Okay. fast, wenn man. Also es gab Zeiten, da ist IntelliJ einfach gestorben beim Import vom Projekt. Weil es einfach zu viel war, Es war einfach quasi. so viel und in jedem dieser Projekte sind nochmal Ah, Unterprojekte, okay. unter Maven-Projekte und so. Okay, und das schneiden sie jetzt quasi, also die löst Genau. jetzt so nach und nach die Teile raus. Genau, und dann kriegen sie eine andere Group. Okay. Ja, und dann kannst du das halt fein granulare zusammenstellen, was du brauchst oder so. Du kannst Also. genauso feingranular, weil das sind alles die Extensions. Also da gibt es zum Achso, im Beispiel, Prinzip sind das die, das die sind wir gerade die, angehabt haben quasi. genau, Nur, dass sie halt. da ist Okay. Reactive und Classic. Okay. Das sind all die, aber da drin sind halt nochmal. Okay. Und da drin sind nochmal. Okay, es ist viel. Genau. Und deswegen schieben sie das in andere Repos, Ja. damit es einfach ja, baubar auch ist. Wenn man das neu auscheckt und neu baut, dann kann das durchaus mal eine Stunde gehen, wenn man es komplett clean bauen muss. Okay, wow. Und das hindert die halt auch beim Entwickeln und so. Ja, Und klar, kann ich mir deswegen wird es vorstellen. aufgesplittet. Ich kenne das ja schon auch von der iOS-Entwicklung, wenn ich da, da gibt es Projekte, also die bauen ähnlich lange. Also Ja. jetzt nicht eine Stunde, aber Ja, also. unangenehm lange, Ja. sage ich mal. Genau. Und gehen wir zurück hier zu Cradle. Hier drin sind einfach jetzt die Dependencies, die wir aktuell verwenden. Arc ist der Quarkus Container. Dann haben wir ja gesagt REST-Easy-Reactive, Jackson und das Reactive, Kotlin und dann noch die Kotlin Standard Library. Und für Tests haben wir ja noch JUnit und REST Assured drin. Genau. Und was wir hier oben sehen, die Quarkus Version, die steht immer in dem Cradle Properties Datei, wenn man so ein Projekt generiert. Und hier steht jetzt die Quarkus Version. Und wenn man jetzt Quarkus updaten möchte, dann ändert man hier einfach diese zwei Versionen. Das war's quasi. Und das war's. Und alle Extensions werden mit upgedatet. Und die funktionieren alle zusammen. Die haben eine riesen Testsuite, Okay. die da immer durchläuft und ich brauche nicht die 15.000 Extensions, die ich nachher drin Ich muss habe. sie also nicht einzeln händisch updaten oder Genau, ich irgendwie sage, nächste Versionen ändern. Quarkus-Version, fertig. Oh, das ist auch gut. Das ist richtig gut, Ja. weil ich sehe so viele Projekte, wo es dann Extensions, die, Wo dann also irgendwie gerade 10.000 Sachen updaten musste. Node.js-Projekte und dann will man nicht updaten, weil es so viel Aufwand ist und dann Ja, bleiben das ist die, super. veralten die und so weiter. Ja. Also, das hat man da ganz einfach. Genau, und was wir jetzt reinpacken können, ist einfach den REST-Client Reactive und auch wieder Jackson. Man könnte ja auch JSONB verwenden, also einen anderen Serializer, aber ich finde Jackson Und funktioniert mit Kotlin am besten. das fügen wir halt jetzt quasi ein, weil wir selbst Requests gegen irgendwas machen möchten. Genau, also das bisher war nur, um Requests empfangen zu können. Genau.
Und jetzt wollen wir Requests auch senden. Und dafür können wir jetzt einfach ein Interface definieren. Und wir nennen es mal MovieDB-API. So. Eine Frage aus dem Chat. Wenn die Extensions ausgelagert werden, hat man das nicht mit den Versionen, oder? Also doch. Das klappt dann trotzdem noch? Das klappt trotzdem. Es gibt auch einige Extensions, die nicht unter I.O. Quarkus laufen, die im größeren Umfeld laufen. Es gibt zum Beispiel Apache Camel. Das ist selbst so ein Riesenmoloch. Okay. Das hat dann nicht hier vorne I.O. Quarkus stehen. Aber die managen eine BOM, also eine Maven BOM heißt das. Da stehen alle Versionen drin, die dann dazu gehören. Okay. Und ihr seht hier, ich habe hier bei nicht keiner der Extensions eine Version angegeben, wie ich sie eigentlich normalerweise angeben musste. Und das kommt eben daher, dass die von dieser BOM gezogen werden. Okay. Und da gibt es auch zwei verschiedene, das sieht man hier, das ist hier die Quarkus-BOM. Und dann gibt es noch eine, ich weiß jetzt gar nicht mal genau, wie sie heißt, es gibt noch eine größere, die noch mehr drin hat, die noch mehr Zusatzextensions. Und da kann man sich dann auch als, wenn man eine eigene Extension machen würde für Quarkus, kann man sich da eintragen lassen, wenn man damit in den Release-Cycles rein will. Genau. Synken wir einmal das Projekt, damit IntelliJ auch die Code-Completion kann. Jetzt können wir hier einfach unsere API definieren. Wir wollten ja Search-Movies machen, richtig? Genau. Search-Movies. Und da übergeben wir einen Suchbegriff als ein Query, so wie wir es vorhin in einem einfachen Beispiel hatten. Jetzt müssen wir gucken. Wir definieren ja hier jetzt einen Client für die API, die es schon gibt. Ja. Das heißt, wir können uns nicht unbedingt das Naming komplett raussuchen, sondern wir müssen uns anpassen. Achso, ist es jetzt quasi 1:1, so wie du es anfragen möchtest? Genau. Okay. Das heißt, zum einen haben wir ein add-get. Das sind die gleichen Annotationen wie vorhin. Okay. Das sind die allerselben Annotationen. Also man muss nicht irgendwie zweimal die Annotation oder sowas machen. Wir machen hier den Path. Aber das ist, glaube ich, nicht Company. Ja, Movie wollte man. Movies. Movie. Genau. So. Und dann gibt es hier der erste Query-Parameter, den API-Key. Das hat mich gestern schon ein bisschen veräppelt, als ich das vorbereiten wollte. Ein API-Key erwarte ich einfach als Header und nicht als Query-Parameter. Aber ja, manche Query-Parameter, da steht es halt in der URL. Also genau, so und in jedem Log taucht es auf und so. Ja. Das kann für die vielleicht fürs Throttling interessant sein, weil sie dann die Dienste außerhalb des gleich an der URL sehen können. Aber ist ungewohnt. Also normalerweise würde man das dann eher in die Header packen. Genau, wenn ich eine API selber mache, mache ich das in die Header, weil dann kann ich auch einfach sagen, für all diese Calls hier drin, setz immer diesen einen Header. Das ist viel einfacher, jetzt muss ich es jedes Mal mitgeben. Aber jetzt haben wir hier den REST Query und der hat so einen hässlichen Unterstrich. Das will ja niemand. Deswegen definiere ich jetzt den Namen hier separat. Den brauchen wir immer, also gehen wir das mit an. Language. Komm, können wir auch machen. REST Query. Und wo ist denn die Query? Ah, Query. Ah. Genau. Mhm. Und was soll das Ganze zurückgeben? Ein Movie DB. Was ist das hier? Ja, das hat so einen Page-Container, wo quasi angibt, die Page an sich und dann Results und da drin sind, glaube ich, die Movies. Nennen wir es einfach mal so. Genau. Legen wir diese Klasse an. Ich mache hier mal noch ein Package und aber dann, man könnte ja aber in der Methode, könnte man das rein theoretisch direkt in ein anderes Objekt umwandeln und müsste jetzt nicht 1:1 das nachbauen, was von der API kommt, oder? Nee, das ist jetzt hier erstmal ein Interface, was nur die API definiert. Ja.
Und das Umbauen, das machen wir danach. Okay. Also die zwei Dinge sind getrennt erstmal. Mhm. Aber hier definiere ich einfach nur die Methode und was er macht, Quarkus generiert hinten dran Code, der diesen Aufruf macht. Ausführt quasi. Genau. Okay. Movie Babies als. Machen wir das mal hier in dieses Package, damit das ein bisschen getrennt ist. Machen wir wieder ein Data Class. Und hier haben wir jetzt Page. Page int. Salz sind. Ich nehme an Movies. Und die haben eine ID und einen Title. Ja. Das ist ja wunderbar. Aber. Movie. Ja. Nehmen wir mal ein Movie.dto. Weil das passt ja da schon. Mhm. Da haben wir jetzt nicht alles drin. Ja, aber für den ersten Request reicht das ja erstmal. Genau. Und wenn das halt nicht mehr, wenn es was nicht gibt, dann ist ihm auch egal. Ja. Wenn jetzt was nicht kommen würde, dann hätten wir wieder, also er prüft auch, ob alle Felder dann gesetzt sind, die nicht nullable sind und so. Ja, logisch. Genau. Was haben wir noch? Total Results. Jonas schreibt gerade im Chat, du schreibst auch Movie B. Das ist so der Tippfehler, den Jonas immer macht. Ich warum auch nicht immer. Wieso. Aber du machst ihn auch, seltsamerweise. Ja, also die ganze Zeit schon, ich verstehe es nicht. Genau. Int und Total Pages Int. Jetzt haben wir hier wieder das Problem. Die machen hier diese hässlichen Underscores. Wie wären das jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, die als Beispiel, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber die Total Pages interessieren mich gar nicht. Dann lass sie weg. Dann lasse ich die weg und dann werden die einfach ignoriert. Ja. Okay. Genau. Also so wie beim Movie.dto einige Dinge jetzt weggelassen haben, die uns nicht interessieren. Dann wird es einfach und werden sie einfach ignoriert. Alles klar. Nur die ich angebe, die müssen halt passen. Genau, die müssen passen. Jetzt haben wir hier das Problem, wollen hier einen schönen Namen verwenden, aber die machen hier so einen Quatsch. dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt JSON Property als Annotation. Da kann ich jetzt einfach den Namen angeben. Okay. Oder ich kann sagen, JSON Name. Da muss ich kurz nachgucken. Property Naming Strategy. Und da gibt es. Okay, dann kannst du sagen, quasi in welchem Format die Namen kommen. Dann hofft man das natürlich von der API, dass das durchgezogen wird. Genau. Da gibt es verschiedene, genau, können wir eben Snake Case verwenden. Und dann musst du es nicht mehr einzeln definieren. Ja. Ja. Und wahrscheinlich will er jetzt, dass ich das anders. Ah, nee. Ah, er will die Klasse. So, mal angenommen, die API würde jetzt was zurückgeben, was einen anderen Stil hätte, also jetzt nicht Snake Case. Ja. Gibt es dann einen Fehler, wenn du das so sagst, dass er soll es immer nach dem auflösen? Ja, genau, weil er versucht es halt dann, das Feld mit dem Namen so zu finden. Ja. Jetzt muss ich kurz was nachgucken. Kotlin will, dass das eine Compile-Time-Constant ist und da gibt es irgendeinen Fehler, das muss ich mal nachgucken. Das kann ich euch das nächste Mal zeigen. Okay. Das fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich bin grundsätzlich recht vergesslich und gucke immer in alten Projekten nach, was ich schon mal gemacht habe. Genau. Machen wir es einfach mal so. Ups. Und das sind total Pages. Top. Dann haben wir hier die API. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen sagen, das Ganze soll ein Register, RESTline. Geht doch. Ein Register RESTline machen. Mhm. Das sagt jetzt Quarkus einfach, bau für dieses Interface hier, dieses Ganze, mach das zu einem RESTline. Okay. Bau hier eine Klasse, die für diese Annotation nutzt, um deinen Code auszuführen. Okay, das heißt, den eigentlichen Aufruf musst du gar nicht selber machen, den bekommst du den quasi von Quarkus. Genau. Okay. Also man kennt es vielleicht von die Android-Entwickler von, wie heißt es da, gibt es auch was mit REST? Ja, vielleicht sind Android-Leute im Chat, die das wissen. Genau. Ich weiß es nicht. Mir fällt der Name nicht mehr ein.
Genau, das sollte aber. Aber das müsste doch eigentlich jetzt schon reichen, oder? Jein, was fehlt uns noch? Wir haben natürlich auch noch eine Base-URL. Weil Ah, okay, muss ja doch nicht klar, okay, aufgerufen logisch. werden. So, hier können wir hier entweder hart reinschreiben oder wir können sie aus der Config ziehen. Config komme ich gleich drauf. Ich lasse die jetzt mal hier hart drin für den Ich Anfang. glaube auch für den ersten Stream oder so reicht es, dass wir es da mal hardcoden und später können wir es ja weiterentwickeln. Also machen wir es auch bei der iOS-App. Wir machen immer so erstmal den einfachen Weg und dann Ja. verbessern wir das so iterativ. Dann können wir jetzt hier, jetzt wollen wir hier diesen REST-Client verwenden. Dann können wir den einfach injecten. Wer Java Enterprise kennt, der kennt das, dass man irgendwie add inject machen kann. Und dann könnte man jetzt hier UIDB-API. Man könnte sogar ein Late Init wahr machen. Das könnte man jetzt so machen. Aber ist eigentlich hässlich. Das Late Init, ist das dann sowas wie Lazy, wenn es benutzt wird, wird es initialisiert oder Nee, was das bedeutet ist, das? wenn ich jetzt ein Val hier hinschreiben würde, Val ist nicht veränderlich, Ja, also dann müsste ich konstant es auch immer. initialisieren. Okay. Aber das kann ich ja nicht. Ich kann es ja nicht initialisieren. Ich will, dass Quarkus das initialisiert. Wenn ich Late Init wahr mache, dann sage ich, das kann initialisiert werden, aber ich muss das jetzt nicht machen. Okay. Bei der Verwendung muss ich aber auch nicht annehmen, dass das optional wäre, sondern ich kann davon ausgehen, dass es das ist einfach da, Okay. weil ich weiß, Quarkus setzt das, bevor es mich aufruft, eine meiner Methoden. Aber das muss man halt wissen, oder? Also, Genau, also wenn das jetzt aufgerufen würde, ohne dass Quarkus das initialisieren würde, also wenn das nicht dann passieren würde, knallt's. dann knallt es an der Stelle. Genau. Okay. Also da wird einfach erwartet, das gibt es. Genau, weil die Alternative wäre halt sonst, ich könnte hier jetzt ein var machen mit optional und ist Ja, gleich und dann. null. Dann hättest du halt überall optional und so. Genau. Und das late in den var, das hilft mir halt, dass ich darum komme. Es geht aber noch toller. Man kann auch einfach Konstruktor-Injection verwenden. Man kann das Ganze in den Konstruktor schreiben, also in Kotlin schreibt man den Konstruktor so. Okay. Dann wird es ja einmal reingereicht und nie mehr verändert, dann kann ich es auch gleich als well machen. Ist eh besser, weil ich will ja auch nicht, dass es jemand aus Versehen überschreibt. Ich wollte gerade sagen, das willst du ja gar nicht geändert haben. Genau. Ja, Und das war's jetzt, oder wie? das wäre es gewesen, dann fast. Das Ganze ist ja ein REST-Client. Jetzt muss ich Quarkus noch sagen, ich will das tatsächlich als REST-Client haben. Come on. IntelliJ möchte nicht, aber so, genau. Und jetzt sagt Quarkus, wenn das im Konstruktor steht und das ist eh ein Bean, was ich injecten soll, komm, dann weiß ich eigentlich auch, dass ich das injecten soll. Und dann kann ich das Inject auch sparen. Okay, In da ist Java es. Enterprise geht es nicht, aber Aber Quarkus Quark geht ist wieder quasi zu den. schlau und macht es dann selbst. Genau, sagt, komm, schenk dir das, musst dir nicht antun, das kannst du Weil es ja lassen. klar ist, dass du es Genau, incheckst. also add inject muss man eigentlich nie hinschreiben. Okay. Genau, jetzt kriegen wir hier die MovieDB-API und dann machen wir doch hier einfach unseren neuen. Oder achso, wir hatten ja Ja, hier eigentlich schon. könntest du doch, Genau, wollte wir gerade hatten sagen, ja. den wir haben, eigentlich verwenden, oder? Das ist ja quasi Genau. genau den Aufruf, den wir aus iOS-Sicht machen wollen. Genau. Wir können ja jetzt sagen, wir sagen, es kommt immer eine Query. Und weil es keine kommt, setzen wir halt auf einen leeren String. Müsste man mal schauen, ob die API das mag, wenn man ihr keinen Query Der ist gibt, der required. ist required. Und minimal Länge ist 1. Da Oh. könnte man jetzt sogar einen Validator rein. Also das wäre jetzt so ein Fall, wo du einen Validator machen könntest. Ja, genau. Du könntest jetzt hier sagen Minimum Length Ja, dann würde ich 1. es einfach requiren. Also dann würde ich keinen Default setzen. Genau, dann machen wir es einfach so. Man muss das jetzt hier angeben. Ja. Dann ist das hier unser Search Movies. Genau. Okay. Und hier können wir jetzt Movie DB API Search Movies. Und jetzt brauchen wir hier den API Key. So, wie kommen wir in diesen blöden API Key? Den will ich jetzt hier nicht rein copy-pasten.
Und das ist ja grundsätzlich auch was, das will man aus der Config ziehen, weil wenn man das später auch einen Service deployt, dann hat man ja meist verschiedene Environments. Ja, verschiedene Meine Konfigurationen. Dev-Environment, Staging und Production oder so. Und dann hat man verschiedene Konfigurationen. Und deswegen will man das injecten. Und wiederum, Quarkus macht das ganz einfach. Ich sage add config. Irgendwie ist meine Code Completion broken. Muss ich das ganze Zeug wissen und tippen? Ja, willkommen in meiner Welt. Das kenne ich Bei nicht mehr. Xcode ist das nicht so ungewöhnlich, dass das passiert. Genau. API Key. Spring. Habe ich das jetzt falsch geschrieben? Robert T, der fehlt Ah, hier. ja. So. Diese Configs, wie nennen wir das jetzt? Movies db.api. Okay. Bei der Annotation muss ich das hinschreiben. Das ist so ein Java Kotlin-Kompatibilitätsding. Schreibe ich das hier hin. Und dann gibt es hier unter Resources. Gibt es Application Properties? Da ist alle Config drin. Jetzt, genau. Bisher keine. Den eigentlichen Key würden wir da jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt reinpasten, zumindest nicht im Stream. Genau. Zumindest im Stream. Und dafür. Ich kann auch gerne mal kurz umschalten, damit wir Nee, deinen du Bildschirm passt nicht alles. sieht. Ich habe da schon Okay. den Weg außen rum. Ah, wir haben da Ja. schon mal was vorbereitet quasi. Genau. Man kann auch einfach Environment-Variablen referenzieren. Okay. Weil das braucht man später sowieso. Wenn man eben diese verschiedenen Stages hat. Ja. Wenn man zum Beispiel das Ganze in einem Kubernetes deployt, dann hat man eben meist Config Maps, die man von denen dann Environment-Variablen gebildet werden und die dann in den Container rein injected werden. Und dann kann man einfach Environment-Variablen verwenden. Und ich war so schlau und habe die auf meinem System schon definiert. Okay, sehr gut. Und hier, also diese Syntax ist ganz mächtig, da kann ich auch andere solche Keys hier referenzieren. Also ich könnte hier überall im Code jetzt diesen Key wieder referenzieren und so weiter. Okay. Okay, also im Prinzip hast du diese Environment-Variable jetzt schon vorbereitet, die ist jetzt Genau, verfügbar. die habe ich bei mir Wenn man das vorbereitet. selber machen, müsste man jetzt sicherstellen, dass die da ist. Was man auch machen könnte für Develop Environment, fürs lokale Entwickeln mache ich das ganz oft. So ein Default setzen, oder Dann was? kann man hier ein Ah. Default setzen und also einfach hinter dem Doppelpunkt und dann wird das verwendet. Also wenn die Variable nicht da ist, nimmt er das. Genau. Okay. Und dann kann ich. Also oftmals ist es so, dass man halt für Default, für Dev oder für lokales Entwickeln, zum Beispiel auch zu einer Datenbank, dann halt Localhost mit dem Port definiert. Und da kann man einfach Run drücken, alles funktioniert. Und für den Pod selber, wenn es dann später läuft im Ist Cluster, die Variable da und dann nimmt er die. dann zieht er die an. Okay. Genau. Genau, jetzt haben wir hier den API-Key. Gehen wir den mal hier rein. Dann Language, BE. BE. Und. Und jetzt unseren Query, den wir suchen wollen. Genau. Genau, und dann haben wir hier jetzt die Movies Response. Und davon haben wir jetzt nicht mehr das. Genau, das müssen wir ja nicht mehr filtern, weil das macht ja die API für uns. Das heißt, jetzt müssen wir uns ja nur die Results rausholen. Das sind ja quasi schon die Liste von Das sind jetzt Movies. schon Movies. Genau. Typischerweise, das können wir beim nächsten Mal machen, würde man da separate DTOs definieren. Der Need wird auch kommen, wenn wir für euch spezielle Antworten, also eine andere Response generieren Ja, wollen, okay. die besser für euch passt. Aber jetzt habe ich den noch laufen? Ich habe immer noch laufen. Ich muss ihn wahrscheinlich neu starten, weil ich habe ja jetzt neue Dependencies und alles Ja. reingeholt. Das Das wäre ein bisschen hart. heißt aber jetzt, wenn der jetzt hochgefahren ist, müsste das eigentlich schon funktionieren. Also der Klassiker ist, wir suchen nach Marvel. Nach Marvel. Also das, so haben wir es immer in der Ja gut, iOS-App dann gemacht. müsste man Da kennt man nämlich den ungefähr das Result, was da kommen müsste. nehmen. Ah! Genau deswegen. Aber das ist ja natürlich gar nicht gegen. Genau. Machen wir mal einen neuen. Und was haben wir gesagt? Very. Query und dann Marvel. Boom, Sieht gut Captain aus. Marvel. Ja, Captain Marvel ist immer erst und dann kommt ja, passt. Und kann man das immer null, weil das gab es halt auch nicht. Na klar, das Feld gibt es dann nicht. Aber keine Ahnung, was hatten wir da für Felder? Original Title. Ja, im Prinzip würdest du jetzt nur das DTO anpassen und Genau. sagen, okay, das Feld lese ich auch Original noch aus. Title. Wenn ich das jetzt auch noch brauche. Dann habe ich jetzt hier wieder festgestellt, dass sie das mit dem Underscore geschrieben haben.
dann kann ich das wieder so machen. Jetzt sollte da Origin Title mit dabei sein. Sobald es hochgefahren ist. Ah. No such method. Okay, das war zu hart für ihn. Manchmal hat dieses Hotcode Reloading. Manchmal funktioniert es nicht. Mit Kotlin. Ach okay. Nein, es war tatsächlich, ich habe einen Fehler gemacht. Also es gab das immer wieder, dass dann kleine Fehler auftraten. Ach so, okay, hier, ja. Besonders mit Kotlin, weil die Quarkus-Entwickler selbst, die arbeiten hauptsächlich mit Java. Mhm. Und der Kotlin-Support kommt nach und nach und wird immer besser. Aber wenn man natürlich einfach das falsch macht, dann kann auch nicht den Code neu laden. Wenn man die Fehlermeldung gelesen hätte, dann hätte man auch gesehen, dass, also im Log war bestimmt auch ein Stacktrace, dann hätten wir auch die Zeile gesehen. Also lesen hilft. Genau. Ja, aber wir sehen schon, passt. Jetzt haben wir Original Title. Hat sich jetzt gar nicht so geändert. Ja gut, jetzt bräuchte man halt einen Film, wo es sich unterscheidet, aber wir glauben das jetzt einfach mal. Aber ja, nee, passt schon. Wenn ich jetzt gerade auf die Uhr gucke, haben wir schon ein bisschen überzogen. Genau. An der Stelle würde ich es, glaube ich, dann für diesmal einfach belassen. Haben eigentlich schon relativ viel geschafft. Also das hätte jetzt nicht gedacht, dass wir schon die richtige API quasi schon mal ansprechen. Genau, wenn jetzt im Chat keine Fragen mehr wären, würden wir, glaube ich, für heute Feierabend machen. Also ich gebe noch mal ein paar Sekunden und dann schauen wir mal. Und genau so als Ausblick, wir haben es jetzt so geplant, wir machen jetzt iOS und Backend immer im Wechsel. Mhm. Das heißt, das nächste mit Quarkus wäre dann heute in 2 Wochen. Ja. Erstmal geplant. Und nächste Woche würde Jonas und ich dann mit der iOS-App weitermachen. Und sobald das hier in einem Zustand ist, wo wir das dann auch wirklich mal real ansprechen können, würden wir das dann auch mal in die App einbauen. Und von da aus dann, also wir haben uns für die App schon ein paar Features überlegt, wo wir Backend brauchen werden. Da würden wir dann in den kommenden Streams einfach mal drüber reden und auch mit dem Andreas zusammen und dann das entsprechend umsetzen. So, genau, weil jetzt schon im Chat schreiben schon, am Mittwoch ist auch noch ein Stream. Ja. Ich habe ihn auch schon in den Kalender eingetragen auf Twitch. Und zwar wird der Tommy uns da ein bisschen Spieleentwicklung zeigen. So ein bisschen als Hobbyprojekt, nenne ich es mal. Und das ist am kommenden Mittwoch. Genau. Cool. Jetzt haben wir alles erwähnt. Und dann würde ich euch, Fragen sind keine mehr, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Stream am Mittwoch. Schönes Wochenende. Macht's gut, schönes Wochenende. Ciao. Ciao.